Ich grüße euch, ihr Lieben, zum nächsten Video mit mir. Und zwar, ja, diesmal wieder das Liebesorakel. Und ja, diesmal habe ich mir gedacht, ich mache mal einen Blick, ja, was denkt er oder sie über euch? Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich habe mir die Karten nicht angeschaut. Natürlich ist es vor allem interessant, wenn man noch nicht in einer Beziehung ist, wenn es ein Wunschpartner ist, aber du kannst es natürlich auch, ja, für alles nehmen, ja, für jede Art von Beziehung. Ich habe wieder die tollen Karten von der Katrin Knopp genommen. Ja, ich habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also die sind wirklich, muss ich sagen, ja, die sind knallhart. Ja, das klingt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber die holen wirklich ganz schön raus. Also da kommen oft Sachen zutage, obwohl sie, wie gesagt, sie sind sehr an die Lennemau-Karten angelehnt, aber doch, ja, sie bringen Sachen raus. Da staune ich selber. Also ich finde die wirklich toll. Danke nochmal an die liebe Zuschauerin, die sie mir geschenkt hat. Ich habe da wirklich jetzt ja, schon einiges damit gelegt, und also auch hinter der Kamera quasi, und habe große Freude. Ja, und dann habe ich auch voller Freude das neue Deck von der Susanne Hühn. Die hat ein neues Seelenpartner-Deck rausgebracht. Das ist unbezahlte Werbung, wie immer bei mir. Ich blende es auch immer ein. Ich verlinke euch die Karten aber wie immer auch unter dem Video. Also das ist ganz neu, das ist jetzt erst rausgekommen. Also Susanne Hühn, sie war für mich immer so Verbindung. Die hatte die inneren Kind-Kartenbücher sehr viel geschrieben, werdet ihr vielleicht kennen. Sie macht jetzt sehr viel auch mit Seelenpartner. Also sie hat da auch jetzt ein Buch, was jetzt am Markt kommt. Da hat sie auch ab Anfang September ein PDF, also ein Vorabdruck quasi als PDF verkauft. Das habe ich auch. Bin leider noch nicht zum Lesen gekommen. Aber es ist sehr interessant und ja, vielleicht auch für euch als Anregung. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch für diese Legung natürlich gleich die neuen Karten verwendet. Ich war schon so aufgeregt und ja, dass ich die endlich verwenden kann, auch für euch. Und ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Weil das ist eine Frage, die mir immer wieder auch beim Kartenlegen gestellt wird. Was denkt er eigentlich über mich und über uns? Und ja, ich habe mir halt gedacht, ich mache, was denkt er über euch, über eure Beziehung, über eure Verbindung, wie auch immer, ja, oder sie, je nachdem. Und ja, sind wir auf alles gefasst? Es kann natürlich auch was nicht so Schönes rauskommen, das kann ich nicht sagen. Also wirklich nur schauen, wenn du, ja, gewappnet bist, und es ist natürlich ein Kollektivorakel, es gilt, kann sowieso nicht auf jeden zutreffen, leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, was rauskommt. Und ja, wie immer habe ich eben alle Videos, alle Karten unter dem Video verlinkt für euch, und auch, ja, wie sie mich erreichen könnt, über meine Homepage müsst ihr da gehen. Das muss ich jetzt auch immer wieder dazu erwähnen, weil ich glaube, viele wissen nicht mehr, wie sie mich erreichen können. Aber ich muss das, wie gesagt, jetzt, ich musste das leider so machen. Ihr müsst auf meine Homepage gehen, und dort ist meine E-Mail-Adresse bzw. Kontaktformular, weil ich so zugespammt worden bin bei den E-Mails, bei dem E-Mail-Account, dass ich wirklich also nicht mehr gesehen habe, wann normale E-Mails reinkommen oder Spam. Und deswegen habe ich das jetzt so gelöst, dass man wirklich den Weg über die Homepage geht. Und ja, gut, okay, dann legen wir los. Ich bin schon wirklich sehr, 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 sehr gespannt, weil ich weiß, das ist eine Frage, die viele bewegt. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch an. In der Mitte, wie immer, so eine Neunerlegung mit den Kammerkarten von Katrin Knopp. Und da schauen wir mal. Okay, wow, das fängt schon mal gut an. Da werdet ihr euch freuen. Hier haben wir die Sehnsucht. Okay, dein Partner, Partnerin, dein Gegenüber denkt also schon in Sehnsucht, ne? Egal was jetzt ist, nicht ist, wie lange er oder sie sich schon nicht gemeldet hat und du das Gefühl hast, okay, da tut sich eh nichts mehr, ja, trotzdem ist eine Sehnsucht da. Dann haben wir, wow, die Erfüllung. Also du bist schon so die Erfüllung für dein Gegenüber, ja, also auch, wie gesagt, auch wenn du jetzt dir denkst, na haha, der meldet sich ja nie und da höre ich nie was, oder ihr habt Kontakt und habt viel Streit oder wie auch immer, ja. Trotzdem liegt hier die Erfüllung. Dann haben wir die Sexualität. Okay, also auch das kann dein Gegenüber nicht vergessen, sofern es natürlich schon stattgefunden hat zwischen euch. Wenn noch keine Sexualität war, dann denkt er oder sie auch daran, ja. Also gerade über die Sexualität halt auch Erfüllung
zu finden, was für manche manchmal ein bisschen ungut vielleicht anmutet, ja, aber es ist zwischen Seelenpartnern, Dualseelen und so weiter natürlich auch eine ganz andere Art von Sexualität, wo es nicht wirklich nur halt um ja, den Akt geht, sondern auch um diese tiefe Verbindung, die man eben spürt, wenn man wirklich seelisch verbunden ist, beziehungsweise eben Dualseele oder Zwillingsseele ist. Dann haben wir den Karma-Partner. Okay, das ist für mich auch so ein bisschen die Verbindung auch zu der Sehnsucht. Ne? Karma-Partner sind zwar was anderes eigentlich als Seelenpartner oder Dualseelen, aber ich denke mir, ein Dualseele ist sowieso auch ein Karma-Partner, weil man ja schon auch viele Leben miteinander immer wieder verbracht hat. Und das ist für mich auch so dieser Hinweis wieder auf die Sehnsucht. Ne? Man kann da einfach nicht loslassen. Ich vermute halt wirklich, dass bei euch schon eine Verbindung mal stattgefunden hat, eben gerade über die Sexualität. Und dann ist es ja noch stärker. Die Sexualität ist halt ein sehr starkes Band. Deswegen sollte man sich auch immer, wenn man sich trennt, von einem Partner auch reinigen. Ja, die Energieschnüre reinigen, ganz, ganz wichtig. Und gerade bei, wenn du zum Beispiel wirklich einen Karma-Partner gehabt hast, ja, dann auf jeden Fall auch reinigen, Energieschnüre trennen und so weiter, was man aber halt mit dem Seelenpartner meiner Meinung nach nicht kann, vor allem eben mit Dualseelen geht sowieso nicht, weil du ja eine Seele bist mit dem anderen, da kannst du dich nicht trennen, du kannst dich nur von dem trennen, von dem, was dich, wie soll ich jetzt sagen, wo es weh tut, ne? Also ich finde schon, man muss nicht leiden. Und wenn es weh tut, wenn es zu schlimm ist und der andere zum Beispiel jetzt nicht da ist, dann kann man schon die Bänder trennen, insofern, dass es einfach nicht mehr so schmerzt. Ja. Dann haben wir die Veränderung. Okay, also da würde ich sagen, wenn jetzt ein Stillstand ist aktuell bei euch, ja, er oder sie denkt über Veränderungen nach. Wenn jetzt im Moment bei euch das große Chaos herrscht, ja, vielleicht ein Hin und Her, melden, nicht melden, auch dann Veränderungen natürlich, ne? Also wir dürfen da wirklich hoffen, dass sich positive Veränderungen eintreffen. Okay, dann haben wir die Geheimnisse. Also etwas liegt noch im Geheimen. Entweder ja, die Veränderung zu dir oder generell so, dass man sich noch gar nicht bewusst ist der starken Verbindung, dass er oder sie viel über dich nachdenkt, an dich denkt, eben über eure Sexualität denkt, über die Erfüllung mit euch beiden und gar nicht weiß, warum er oder sie vielleicht seit Jahren nicht loslassen kann. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen von euren ja, Dualseelen, Seelenpartnern. Entweder spürt man das oder man bekommt das auch gesagt, also dass der andere einem quasi einfach ja, das alles nicht vergessen kann und das oft nach vielen, vielen Jahren, ne? Also das ist halt schon so das andere, weil wenn man so Partnerschaften hat und die abschließt und beendet, natürlich denkt man noch eine Zeit lang dran und kann auch wehtun und so, aber irgendwann hört das auf, nur eben bei so Dualseelen, Seelenverbindungen, so Tiefen, ja, hört das eben nicht auf und bleibt das, auch wenn beide zum Beispiel in einer anderen Beziehung sind, ne? Man denkt da dran immer wieder und das kommt immer wieder hoch, ne? Und ich denke mal, dass das bei deinem Gegenüber eben gerade aktuell sehr stark stattfindet, weil ja hier die Sehnsucht ist. Und das ist die Hauptkarte. Dann haben wir die Verletzungen, ja. Also da gibt es wirklich Angst vor Verletzungen, wenn man was verändert, ne? Also so diese Angst, dein Gegenüber denkt da dran, ja, wenn er oder sie sich jetzt auf Veränderungen einlässt, also ich schätze mal in die Richtung, dass man doch zusammenfindet, könnte es ja wieder Verletzungen geben. Für mich sind aber die anderen Karten so stark, dass die Verletzungen quasi nicht das Ausschlaggebende bleiben werden. Aber ich möchte gleich mal die nächste Karte anschauen. Und ja, schau, die Verlustängste. Also, die Verbindung, ich habe gerade Gänsehaut, die Verbindung mit euch ist so stark, dass der andere oder die andere wirklich so Ängste hat, ja, dass das wieder verloren geht, wenn man sich auf was Näheres einlässt. Und vielleicht war es ja schon mal bei euch. Und gerade bei Dualseelen zum Beispiel ist ja das, dass man am Anfang auch zusammen ist eine Zeit lang und dann zieht sich einer zurück und der hat genauso Angst, ja, und Panik. Nur wir stürzen da quasi rein als Loslasser. Die Loslasser werden sowieso da reingestürzt, weil der Gefühlsklärer sich zurückzieht. Und der Gefühlsklärer, der macht mal dicht und lebt sein Leben weiter und womöglich in anderen Beziehungen und konzentriert sich auf den Job und Familie und was weiß ich. Aber trotzdem bleibt etwas zurück, ne? Die Sehnsucht bleibt,
aber zugleich eben auch die Verletzungen, ja, die Verlustängste. Das finde ich gerade sehr spannend, wirklich sehr spannende Legung, ein sehr spannendes, ja, und da kommen die Nachrichten, schau. Also eine sehr spannende Sache, wollte ich sagen. Und jetzt kommen aber die Nachrichten, das heißt, dein Gegenüber denkt eben sehr oft in Sehnsucht an dich. Und dann muss er oder sie wieder einmal Nachrichten loslassen, muss mit dir in Kontakt treten, weil diese Verbindung so stark ist, dass das irgendwann nicht mehr aushaltbar ist. Ne? Also das ist eben immer diese Triggerpunkte dann beim Loslassen, dann meldet sich der Gefühlslehrer wieder und freut sich, juhu, jetzt passiert endlich was, jetzt geht etwas weiter. Und dann zieht sich der andere vielleicht wieder zurück. Das sehen wir aber jetzt hier nicht. Es geht jetzt hier wirklich nur darum, was denkt der andere über euch. Und da ist wirklich die Sehnsucht da, es ist eine irrsinnig starke Verbindung da und er denkt immer wieder darum nach, Veränderungen zu schaffen. Wenn ihr jetzt wirklich eh in einer Verbindung seid, ist das natürlich auch so. Es kann sein, dass sich der eine immer zurückzieht, weil Verletzungen da sind, alte Verletzungen und er oder sie einfach nicht ja, diese innerlich so schnell besiegen kann und halt immer wieder dann zurückgehen muss und sagen muss, okay, jetzt wird es mir wieder zu eng und zu viel, aber dann kommt auch wieder die Nachricht. Ja. Ist zwar jetzt vielleicht auch ein bisschen ungut, weil immer dasselbe Spiel, ja, kennen wir ja, aber in den letzten Wochen kam ja immer wieder, dass jetzt viele wirklich aus ihrem Schneckenhaus herauskommen. Wie gesagt, das sehe ich jetzt hier nicht, das ging ja wirklich nur um die Gedanken. Ja. Was denkt er über euch? Also er denkt, er weiß vieles oder sie, vielleicht ist ihm oder ihr auch vieles bewusst geworden, noch mehr als vorher. Eben diese starke Verbindung, weil das kommt hier sehr stark raus und wie gesagt, prägnant ist für mich vor allem die erste Karte, die Sehnsuchtskarte. Also wenn man Sehnsucht nach jemandem hat, dann ja, hat man ja auch Gefühle für diesen Menschen und dann ist eine Verbindung auf jeden Fall da. Ich mag mal gern schauen bei den Zusatzkarten, die heben wir uns zum Schluss auf. Aha, okay, das ist nämlich sehr gut, da kommt Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Also das ist sicher wieder auf das bezogen, was hier eh schon liegt. Dann haben wir okay, Moment. Moment, ich denke gerade an dich, ich liebe dich, Telepathie, ja genau. Also bitte. Ich denke an dich und ich liebe dich. Ich sag ja, ne? Also die Person ist wirklich in Gedanken sehr stark an dich. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja, das sollten wir dem Gegenüber eigentlich sagen, ne? Weil das sind ja die, die sich immer wieder aus Angst zurückziehen. Wobei ich nicht sagen will, dass wir uns nicht auch aus Angst zurückziehen. Ja? Also ich denke mir immer, wie ist das, wenn die Person plötzlich auf einem steht? Ja? Weil man zum Beispiel jahrelang gewartet hat und der Seelenpartner, Dualseele, steht auf einmal da und sagt so, ich will jetzt eine Beziehung mit dir. Wie viele von uns würden da wirklich Panik bekommen und Angst haben, weil, ja, weil es ist so viel passiert, man hat sich einlassen, man ist verletzt worden, man hat vielleicht ein ganz anderes Leben jetzt gelebt, ne? Und plötzlich wäre der da, also so einfach ist das ja auch nicht von uns. Ne? Also ich glaube schon, dass eine Situation kommt, wo man wirklich sein Herz sprechen lassen muss, was auch für mich darauf schließt, dass der andere sich irgendwie offenbart, meldet, seine Sehnsucht auch zeigt, ne? Und nicht nur oberflächlich vielleicht irgendwie mal so, wie geht's dir und so, sondern dass jetzt auch mal ja, nähere, wie sagt man, Gespräche und Zusammenkünfte anstehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt bin ich so gespannt, weil die gehen auch wirklich tief, die Seelenpartnerkarten. Und ich bin gespannt, was hier liegt. Schau mal, was haben wir gerade gesagt? Das passt so schön zu der Karte. Wage es, offen und verletzlich zu sein. Und noch dazu mit der 22, mit der Dualzählenzahl. Ja? Also, ja, egal was jetzt passiert in der nächsten Zeit. Ich habe Gänsehaut, mir läuft es auf den Motor. Ziehst du diese Karte, dann verspürst du einen Impuls, in altes, kontrollierendes Verhalten zu verfallen, weil dir etwas Sorge bereitet. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, ein Wagnis einzugehen, um deiner bzw. eurer geistigen Führung zu vertrauen. Ihr geht als Seelenpaar einen einzigartigen Weg, den nur ihr gehen könnt, und deshalb kennt ihr noch niemand so gut wie dein eigenes Herz. Wow, und passt auch wirklich, wirklich, ja. Wahnsinn, ne? Diese alten Verletzungen aufgeben.
natürlich dein Gegenüber und meistens die Gefühlslehrer eben, die können ja das nicht zulassen, weil das so intensiv ist, weil du es loslasse, deinem Gegenüber natürlich sehr viel Liebe rüberbringst, sehr viel Entgegenkommen. Und ich weiß, das war bei mir auch so damals und ich höre es auch jetzt immer wieder, dass man sagt, man will dem anderen ja helfen, ne? Man will ja helfen, dem anderen diesen Weg zu gehen und das kann man vielleicht in anderen Partnerschaften machen, aber bei Dualseelen und Seelenpartnern-Geschichten, bei ganz intensiven, geht das nicht, weil der andere muss ja auch seinen Weg gehen, aber du musst ihn auch gehen und du gehst ihn auch alleine und du musst auch deine Verletzungen heilen. Und du hast ja auch in dieser Verbindung sehr starke Verletzungen davon getragen. Und wie gesagt, deswegen sage ich ja, wenn er oder sie plötzlich dastehen würde und hurra, hier bin ich und gehen wir jetzt in eine Beziehung, würde uns wahrscheinlich auch überfordern. Ne? Also deswegen, ja, ist da halt, glaube ich, jetzt auch vieles. Ach, ja. Ich finde es so schön und diese Botschaften. Und zwar das nächste ist, ihr dürft lernen, die Sprache eurer Liebe zu verstehen. Wow. Ja, also Seelenpartnerpaare, Dualseelen haben ihre eigene Sprache, ihre eigene, ja, sie wissen, was womit gemeint ist, auch wenn man das vom anderen vielleicht gerne mal hören möchte, weißt du doch, dass gewisse Dinge, die er sagt, die er tut oder nicht tut, sein Liebesbeweis sind sozusagen. Männer drücken ihre Wahrheit durch ihre Handlungen aus, nicht durch ihre Worte. Hast du einen männlichen Seelengefährten, dann erkennst du das, was er wirklich will, an dem, was er tut. Nicht an seinen Absichtserklärungen. Nimm also ernst, was er tut, nicht das, was er sagt. Hast du eine Seelengefährtin, dann höre auf das, was sie sagt, egal wie sie handelt. Nimm ihre Worte ernst, auch wenn es dir noch so schwer fällt, sie überhaupt zu hören. Frage sie ausdrücklich, was willst du wirklich, und glaube ihr auch, wenn sie sich anders verhält. Wow, also das ist wirklich eine Hammerbotschaft, ja. Ich denke, ihr versteht das und ihr kennt das und ihr werdet wahrscheinlich jetzt genauso wie ich genickt haben, ja. Also das ist wirklich wahr, also das habe ich wirklich, das muss ich sagen, das ist nicht nur bei Seelenpartnern, also das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, jetzt als Frau, aus Sicht der Frau, ja, dass wenn ein Mann was sagt und das nicht tut, dann... ja, kann man da dann wirklich nicht viel davon halten, egal um was es geht, sondern wirklich das Handeln, ja, an dem Handeln erkennt ihr, ne. Und bei der Frau ist es halt genau umgekehrt, eine Frau, was sie sagt, meint sie auch so, meistens, nicht immer, ich weiß, ja, aber wir sind jetzt wirklich bei den tiefen Seelenverbindungen und nicht bei dem Oberflächlichen, ne. Also wenn es bei dir um eine Frau geht, dann hör ihr gut zu, ja, hör ihr zu, was sie sagt und sie meint das auch so, ne. Und wie gesagt, wenn ein Mann das ist witzig, das habe ich schon so oft in meinen Partnerschaften gesagt und ich erlebe das auch immer wieder so, dieses, ja, es wird geredet, aber nicht getan. Und ja, daraus kann man auch seine Schlüsse ziehen und vielleicht, ja, ist das auch für dich gerade ein ganz wichtiger Hinweis und eine ganz tolle Botschaft, die dir weiterhilft. Dann schauen wir die letzte Karte an. Sei voller Mitgefühl für deinen Seelenpartner. Oh wow, ja, das sind schon so Herausforderungen, gerade den, der einem am meisten verletzt, ja, dann Mitgefühl natürlich entgegenzubringen, ist eine Übung. Ich muss noch mal auf die Nummer schauen. Ja, das ist wirklich, wirklich eine Übung, ja, ich glaube auch für euch. Wow. Weil eure Liebe so stark ist, berührt sie manchmal schmerzliche Bereiche, damit sie heilen können. Wenn du diese Karte ziehst, geschieht das gerade bei deinem Seelengefährten. Entweder durch äußere Umstände oder sogar durch dich selbst. Verneige dich in Gedanken vor ihm und sprich den Satz, ich sehe deinen Schmerz und du hast mein volles Mitgefühl. Dein Seelenpartner braucht dich und deine Liebe gerade jetzt ganz besonders. Wow, ja. Also das ist schon heftig. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Mich berührt das sehr stark und ich denke mir, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wie gesagt, ich kann halt immer nur so von meinem eigenen Bereichen, von meinen eigenen Erlebnissen mit meiner Dualseele, aber auch von dem, was ich von in vielen Beratungen gehört habe und auch Gesprächen. Ich habe natürlich eben auch privat Kontakte, die selber in Seelenpartnerschaften oder Dualseelenbeziehungen stecken. Und da hört man das immer wieder. Und also ich kann nur von mir sagen, zum Beispiel ich habe von meiner Dualseele bis heute, spüre ich immer, wenn es ihm schlecht geht. Ja? Also ich weiß auch, dass er unter Depressionen früher zumindest gelitten hat und
noch vor ein paar Jahren, also wenn es ihm schlecht gegangen ist, dann habe ich ihn nochmal mal angeschrieben, weil ich plötzlich selber, ich meine, vielleicht kennt ihr das auch, deswegen erzähle ich das, selber depressiv wurde aus dem Nichts und es mir vor einmal sehr schlecht gegangen ist und dann habe ich an ihn gedacht und habe mir gedacht, das kommt jetzt nicht von mir, das kann auch von ihm kommen und dann habe ich ihm geschrieben und er hat zurückgeschrieben, ja, vielleicht geht es dir gerade schlecht und ich muss ehrlich sagen, ich war oft sehr, nicht wütend auf ihn, aber sehr, wo ich mir gedacht habe, ja super, ne? Warum muss ich das jetzt tragen und warum muss ich das jetzt fühlen? Und ja, das geht, wie gesagt, bis jetzt eigentlich immer wieder mal, dass ich solche Schübe habe, wo ich weiß, das ist nicht von mir. Und man muss da schon sehr in der Mitte bleiben, und dann, weil es einem dann selber nicht gut geht. Und das finde ich einen ganz tollen Hinweis von der Susanne Hühn, wirklich, dass man dann auch so, ja, ins Mitgefühl geht und nicht Mitleid, ja, sondern wirklich Mitgefühl, mitfühlen. Und ihr kennt es ja von euch selber, ne? Wenn ihr was spürt von euch, so wie es bei mir ist, ich kenne das selber mit Depressionen, ich habe selber lang genug gehabt und wenn dann der andere depressiv wird und man spürt das so, dann will man das am liebsten weghaben, weil es ja eben nicht schön ist. Ne? Und also ich habe das, wie gesagt, immer wieder in meinen Beratungen gehabt, wo ich gesagt habe, ja, du transformierst vielleicht gerade was für dein Gegenüber. Und oft sagen die Frauen dann so, ja, super, ne? Jetzt das auch noch, wo eh alles so schwierig ist und warum muss ich und so, aber es sind nun mal unsere Seelenaufgaben, ja. Ja, durch diese Liebe, durch diese Verbindung, ja, spürst du eben alles. Ne? Jetzt sind wir oft auch empathisch sowieso, vielleicht bist du auch ein Empath, jemand hochsensibler, wo du sowieso alles spürst. Und dann, wie gesagt, ne, kommt das auch noch dazu, dann die eigenen Schmerzen, die man ja auch hat, weil die Beziehung nicht so da ist oder eben der andere vielleicht schon da ist, aber es läuft nicht gut, wie auch immer, ne. Also das ist schon heftig, ja. Also da muss man wirklich in seiner Mitte bleiben und wirklich so, ja, bei sich bleiben, einfach bei sich bleiben. Ich habe gerade noch die Heilungsengelkarten hier liegen von der anderen Legung, die ihr was ja morgen seht, und ich mache es meistens umgekehrt. Zuerst die Woche, das Wochenorakel, dann das Liebesorakel und ich möchte jetzt, ja, ich möchte auch nochmal schauen auf diesen, auf dieses, was die Engel dazu sagen, ja, ja, ob es da noch einen Heilungsratschlag gibt, sagen wir mal so, für uns, für die Seelenpartnerschaften. Heilung im Jetzt, wow, und eine wunderschöne Karte, schaut euch mal das Bild an. Ich glaube, da heilt das Bild schon mit, wow. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr das, ich spüre das gerade extrem stark, ich lege es jetzt mal trotzdem daher. Und ich schaue mal, was da im Büchlein steht dazu. Mit Krankheit ist viel Leid verbunden. Die Engel der Heilung sind stets um dich. Es mag sich im ersten Moment seltsam anhören, jedoch ist Krankheit immer auch eine innere Unordnung. Die Unordnung kann lange zurücklegen, Lebensspannen entfernen. Vielleicht ist es aber auch ein akutes Geschehen. Krankheit bleibt stets ein innerseelisches Geschehen, egal ob es um dich geht oder um einen dir nahestehenden Menschen. Werte nicht, bleib in der Liebe, glaube an die Weisheit, die hinter allem wirkt. Hoffe auf die Türen, die sich öffnen mögen, um dich mit Zuversicht zu beschenken. Ja, das passt natürlich da jetzt wirklich wunderbar dazu. Also wieder, es geht um Heilung, es geht um, die schreiben hier von Krankheit. Ich würde halt sagen, ne, Seelenpartnerschaft ist ja auch leider fast wie eine Krankheit, das passt deswegen wirklich wunderbar dazu. Und auch hier kommt wieder quasi dieses, wenn der andere krank ist, unter Anführungszeichen, Mitgefühl. Also geh da mal rein, vielleicht denkst du, dir habe ich eh, weil bei mir geht es da auch immer so. Aber fühl mal rein, ob wir wirklich so viel Mitgefühl haben. Und wie gesagt, also ich kenne es von mir, wo ich mir dann oft dachte, so, warum muss jetzt schon wieder ich das transformieren, ja? Für den, wie komme ich dazu? Aber es ist nun mal, gerade wenn es Dualseelen sind, unser Seelenpart. Und natürlich hat der andere vieles konträr, aber vieles auch gleich, habe ich schon festgestellt. Und ja, da erkennt man sich dann wieder wunderbar. Na gut, ich hoffe wirklich sehr, dass ich euch damit auch, ja, helfen konnte, auf den Weg bringen konnte, wieder ein Stückchen weiterhelfen konnte. Und ja, dann bleibt es bei euch, bleibt es in der Balance und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und alles Liebe und sage bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba.